Jo, was hab ich sonst gefunden? Den Bestienhelm habe ich gefunden. 136 plus 3. Hier habe ich noch meine Sachen für die Reisquests gelagert. Ja, die Kampfkeule habe ich auch. Ja, die habe ich ja nicht ausgerüstet. Ein Elfenbogen habe ich noch gefunden und zwei Edelsteine. Der Rest leider alles verkauft, weil es Schrott war. Wieso muss man so für so einen Gegner 14 töten, ohne fast nichts spawnt? Ist doch gemein. Die Quests haben irgendwie gar kein Balancing, also von der Länge, wo man braucht. Die haben überhaupt kein. Manche Quests sind extrem lang, manche überhaupt nicht. So bringt es einfach nichts, Quests zu machen. Man bekommt sowieso Ausrüstung, über die man schon vor 5 Level nicht mehr gebraucht hätte. Und ja, die Amulette und so, wo man bekommt, sind ja sowieso nicht so der Hammer, der Bringer. Ja, und bei der Umfrage in den einer der letzten Parts hat einer abgestimmt, danke dafür. Ich werde aber noch ein bisschen beruhen lassen, also ihr könnt immer wieder abstimmen. Und ja, das zeigt mir mit und ihr wollt auch entscheiden. Und ich mache weiterhin solche Umfragen. Diese Umfrage war ja, ob ich den Jäger ein bisschen spielen soll, bisschen Hochlevel soll, zeigen soll. Und ihr habt gesagt, ja, wollen wir. Also einer hat gesagt, ja, wollen wir. Aber wolle ich. Und jo, dann werde ich bald mal anfangen, den zeigen. Ich weiß nicht, ob in dieser Aufnahme, wahrscheinlich in der nächsten. Und du, dieser Golem nervt ja mal richtig fett. Aggro-Teile da. Weg. So. Der wurde zerstückelt. So, hier hat's ja Aquant. Die ist ja so weit weg. Können wir gleich über Aereira dann zurück nach Dosim gehen. So. Das ist auch wieder mal ein komisches Ding. Will einer, dass ein Eisen besiegt wird am SK. SK weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Und da fragt einer, ja, ich möchte dir helfen natürlich, also einfach so direkt, wo ist er? Und der andere antwortet nicht mehr zurück. Also das ist irgendwie gar kein Gewolle, das ist einfach, ja, töten wir den mal. Der hat schon mich tausendmal angegriffen oder sonst irgendwas. Einfach mal ein Kopfgeld auf diesen einen Ding und nicht irgendwie so komisch. Komische Posts, nicht jeder wahrnimmt. In Chat schreiben. Aber wahrscheinlich weiß es auch gar einfach gar nicht und sagt dann überhaupt nichts. Naja. Gestern Abend kamen mehrere Leute auf die Schippe über, die meinten, sie müssen mal wieder den König im Chat spielen und für jede Frage eine dumme Antwort bieten. Und die wurden dann weggemobbt, die kamen wahrscheinlich nie mehr. Also achtet am besten einfach, wenn ihr Regnum spielt, dass ihr nicht alles öffentlich in Sötis Chat hinschreibt, vor
vor allem die bösen Sachen nicht. Und sonst bekommt die hier die Regnum Community, also vor allem die Profis, die zusammenspielen, beschützen die anderen fast schon sozusagen, und da habt ihr keine Chance. Also am besten nicht flamen, nicht spammen, nicht blöd machen. Sonst, wenn ihr spammen müsst, könnt ihr das auch per PN zu einem anderen machen. Da werdet ihr wenigstens nicht von mehreren zurückgespammt. Oder zurückgeflammt. Ja. Ist nicht so leicht in Rechnung. Einer, der mit mir aufnehmen wollte, hat auch keine Lust mehr gehabt, nachdem er von den Zürten runtergemacht worden ist. Von den eigenen Reichskollegen. Ach komm schon. Da. Ein Knüttel. Was soll ich mit einem Knüttel? Wie sein Name, das haben wir in der Schweiz nicht. Knüttel. Was ist denn ein Knüttel? Korsum, ich will doch nicht nach Korsum. Gehen wir hier runter. Da gehe ich immer hier rechts entlang. Das ist ja mühsam, da runter zu gehen. Ich glaube, da geht es sogar nicht mal runter. Da geht es nur zu einer Veranda. Mehr nicht. Also immer hier links entlang gehen. So, jetzt können wir hier haben. Nicht wieder runterrutschen. Ja, seht ihr, man rutscht hier sogar schon runter, wenn man nicht ganz außen ist. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Das letzte Mal bin ich irgendwie so rausgekommen. Fail! Fail! Hier ist eine schwarze Wand. Ja. Oh, fast. Ach, komm schon. Ach komm, das wird automatisch zurück wieder. Und das Ausprobieren in Regnum. Das macht doch am meisten Spaß. Man kommt raus, ja, man kommt raus. Also nur versuchen. Die Steuerung ist so extrem unexakt, dass man mehrere Anläufe braucht. Einfach schräg am besten gegen die Wand schauen und nicht gegen den Stein. Und dann springen, dann geht's. So. Das nervt so, dass man, wenn es noch flach ist, wenn es noch gerade ist, schon runterrutscht. Das ist wieder mal ein Designproblem. Ein großes, was überall, also mich wundert es, dass es nicht irgendwo schwarze Löcher gibt, also so Löcher in den Texturen, also die Textur ist einfach drüber geklebt oder so. Weil wenn man runterfliegt, ja, das ist nicht gerade gut. Da muss man sich wiederbeleben, das nervt. Ui. Irgendwo vor 3 Jahren habe ich ein GTA San Andreas Let's Play gemacht. Damals noch ohne Sound. Also sehr ein Gameplay gewesen, und dort habe ich gezeigt, wo es so schwarze Löcher gibt. Also so, ja, es sind schwarze Löcher, sind unsichtbare Löcher. Und GTA San Andreas hat ganz viele davon, und eventuell, wenn ihr wollt, kann ich da noch ein Spezial dazu machen. Und ja, also wenn ihr mal Lust habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr überhaupt GTA San Andreas gut findet. Ich weiß nicht viele Rollenspieler mögen auch Action-Adventure. Vielleicht mache ich es einfach mal, wenn ich mal wieder GTA San Andreas installiere. Oder am besten neu kaufe, weil das braucht ewig von der CD aus installieren. Aber mal schauen, ob ich die CD überhaupt noch habe.
Weil damals kamen noch CDs raus und nicht DVDs für die Spiele. Und die sind extrem langsam. Ja, für mich ein gutes Spiel, so geht ja San Andreas, also besser als Red schon. Nein, das hat einfach Kultcharakter und jeder, der GTA-Fan ist, sollte das wieder mal spielen. Und ja, es macht einfach richtig viel Spaß. Also eventuell werde ich ein paar Mal spielen noch, bis ich auf der PlayStation 4 GTA 5 aufnehmen kann. Nehme ich GTA San Andreas auf, ist eigentlich noch eine gute Idee. Und ja, vielleicht kommt es bei euch an, vielleicht nicht. Aber ja, mal schauen. Also ich mache so Specials, wahrscheinlich auch auf einem Server, dann ein bisschen Let's Playen. Und ja, mal gucken. So, hier ist nix. Schade. Weiß nicht. Ich schraube immer. Meine Katze schreit. Oh. So. Also dann werde ich den Barbaren noch tüchtig leveln, damit wir die bald dann Reichsschlachten machen können. Und wir wechseln rüber zum Jäger, machen den ein bisschen. Also momentan ist er noch Bogenschütze, aber wird bald ja Jäger. Vielleicht schon in dieser Folge. Aber das bezweifle ich. Ich habe hier ein paar Sachen für den Jäger. Die schiebe ich mal rüber. Und sonst, ja, gibt es eigentlich nichts mehr, was ich für den Jäger machen kann. Jetzt muss ich mal noch den Händler finden. Der ist, glaube ich, irgendwo hier. Da ist der Händler. Habe ich irgendwas bekommen? Ein Amulett der Ausdauer. Für Level 22. So, nehmen wir mal das Zeugs raus. Und tun das in das Charakterlager. Nicht abhalten, Lager. So. 48, 49, 45. So. Und jetzt Accountlager. Amulett der Ausdauer. Barbar, Pfeil, Elfenbogen. Jo, das ist noch gut. Also dann wechseln wir mal rüber. Und wenn ihr mehr den Jäger sehen wollt oder wenn ihr mehr den Barbaren sehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, es ist ja ein Wunsch-Let's Play. Ich möchte, dass ihr wünschen dürft, könnt und ja, weil ihr seid die Zuschauer, ihr seid meine Könige. Und meine Katze jammert schon wieder. Oh, Level 7. Doch noch nicht so weit unten. Also dann lebe ich auf Level 10 und werde ihn langsam fürs Item suchen und nicht fürs schnelles Level benutzen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann kann ich da auch ein bisschen weniger Items suchen. Ja, kommt dann drauf an, ob ich auch viele Ding habe. Dings, Bungs, Dings, Dings. Ob ich auch zu viele Items schon habe für den Jäger. Und ja. Okay. Guten Morgen.
Ja, also wir haben, glaube ich, einen Langbogen oder haben wir einen Kurzbogen? Kurzbogen. Okay, das müssen wir nämlich wissen. Und dann 24. Ding haben wir, Belastung. Also, was müssen wir hier machen? Ja, ich bin im Malayawald, das ist jetzt östlicher Malayawald. Okay. Okay, ich hatte den östlichen Malayawald. Und wie heißt er? Doch, Malaya. Marelea. Marelea, Marelea, Marelea. Und der Krach ist endlich weg. Lamprairie. Okay. Gehen wir aber hier zuerst hier drüben. Schauen, ob es neue Magnaniten gibt. Hier habe ich echt viele gefunden immer. Aber es kommt immer auf die Tageszeit drauf an, also auf die anderen Spiele, aber meistens, weil ja je nach Tageszeit sind andere Spiele online, die entweder mehr oder weniger Magnaniten sammeln. Und ja, also beides eigentlich, ja. Sagen wir so. Also wir müssen hier entlang. Hier gibt es leider wieder keine. Wieder ist alles gefarmt. Schade. Haben wir hier eigentlich Magnaniten? Wahrscheinlich nicht. Nö. Und den Darkfang habe ich immer noch. Easy Mode. Mein Pferd heißt Easy Mode. Gehen wir hier hinten entlang. Ah, hier gibt es manchmal auch Magnoniten. Also hier gibt es mehr Kisten, aber am Strand unten gibt es Magnoniten. Aber ich denke, hier ist einfach zu viel gefarmt. Wahrscheinlich haben ein paar Leute mein Let's Play dazu benutzt, die Magnoniten zu finden. Oder mir zuvorkommen. Naja, wie man es nimmt. Für mich ist das jetzt kein Problem. Da kann ich meine Zeit für etwas anderes Besseres ausgeben. Und schau, dass ich Items geben kann in den Events und nicht Magneten. Weil Magneten sind schon eine Art Cheatmittel und für mich nicht ein fast ein No-Go. Aber eben, Mojang, jetzt sage ich schon Mojang. NGD will, dass man Magneten hat. Damit man natürlich als kleiner Fuzzi schnell hochkommt oder sonst irgendwas. Ich benutze keine Magnoniten fürs Handeln und auch keine Magnetenwaffen oder sonst irgendwas. Deshalb ist mir das eine Schnuppe. Und ich bin halt der King. Ich darf keine Magnoniten ausgeben. Also handeln. Ich darf überhaupt nicht spielen. Nein, das ist nicht, weil ich ein King bin, sondern weil ich unten in den Kommentaren könnt ihr sehen, ich habe Challenges gemacht, damit die Rechnung nicht für mich nicht allzu leicht ist. Und für euch spannender. Weil sonst kann ich ja immer wieder angeben, oh, ich habe diese Waffe ertradet und diese Waffe ertradet. Und das ist für euch wahrscheinlich lahm. Lahm Prairie. Oder lahm Insel oder lahm Strand. Nachkomme. Okay, töten wir ein paar Nachkommen. Nein, nicht ein Junge. So, hopp. Tang. Können wir mal ein bisschen buffen. Das ist was. Ah, das war schon so gut. Blub. Wie viel Schaden mit dem ich mache. Mit dem Papa mache ich ungefähr fast 100, ja, mehr als 100 Mal so viel. 130 mal so wie. Manchmal mache ich sogar 1100 Crits momentan. Und das mit zwei Waffen, also nicht mit einer großen Waffe. Und ich bin ja sowieso defensiv, also kann ich ja da nicht so ein bisschen angeben. Aber für euch ist das doch gut, oder? Was bekommen wir denn für Geschenke? Wir haben immer noch Schrott.
letztes Mal. Ich weiß noch, als ich denen ein bisschen angefangen habe, euch zu zeigen. Und da habe ich ja direkt eigentlich zum Barbar übergeswitcht und habe den angefangen. Ja. Also können wir jetzt ihn endlich weitermachen. Viel zu müde, 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 viel zu müde. Gestern so viel trainiert noch. Ich war wirklich platt am Abend. Konnte nicht mehr aufnehmen, obwohl der andere wieder zurück ist. Den kann ich wieder reintun hier. Wie heißt er jetzt schon wieder? Oh, ich vergesse ihn immer wieder. Ja, egal. Ich würde sowieso nicht hier lange bleiben. Also, nicht allzu la viel sein. Weil ich vergesse immer Namen. Ich vergesse immer die Namen. Es ist mir auch aufgefallen, als ich ein paar Kommentarschreiber erwähnen wollte. Ich vergesse immer die Namen. Ich müsste alles aufschreiben. Ich habe irgendwie so ein, wie sagt man dem, ja, einfach Namenmerkschwäche. Für mich müssten alle Drago-Sklave heißen oder so. Nein, Scherz. Ihr habt alle Namen und wahrscheinlich alle einen anderen Namen und deshalb ist es schwer für mich mehr zu merken. Vor allem im Regnum, da man ja auch hier keine doppelten Namen verwenden kann. Ich hatte, glaube ich, in fast noch keinem Spiel so viel Schwierigkeiten, einen Namen zu finden, wie hier bei Regnum, weil ja keine Großbuchstaben in der Mitte von einem Wort möglich sind, keine Sonderzeichen. Eigentlich ist nichts möglich. Das schränkt halt die Namensgebung für ganz gut ein und weil so viele Server, also zwei Server sind reingekommen und der Server ja auch. Nein, der war noch nicht aktiv früher, aber dass der Server eigentlich zwei Server sind relativ viele Leute hier, die halt die Namen schon Ding haben, weil manche Spiele haben 20 Accounts mit je 6 Charakteren drin und zum Lagern. Und das ist halt dann für die Namen nicht so gut, da muss man sich kreativ einen Namen ausdenken. Ach komm schon. Oh, ey, Magna. Ich sehe ein Magna. Was ist jetzt los? Ah, meine Schwester hat das Fenster wieder, also Fensterläden wieder aufgemacht. Ich hasse Helligkeit, das macht mich immer müde. What? Wieso habe ich jetzt eine Haube der Rebellion bekommen? Habt ihr das gesehen? Habe ich jetzt das gerade jetzt bekommen? Es war ja eine Mega-Verzögerung. Also Alarm Prairie. Jetzt muss ich zu Alarm Prairie. Zu Alarm Prairie. Tja. Wo ist der Magna hin? Wo ist der Magna hin? Ich habe kein... Ah, da ist der. Irgendwie leckt das extrem, also die Items kommen extrem spät. Was ist denn los? Regnum ist buggy, Regnum kommt nicht nach. Tralalalala, tralalalala. Tralalalala, lalalalala. Ein Schlag. Und zwei Bäume. Zwei Bäume mit einem Schlag. Und drei Bäume mit einem Schlag. Oh, schade, die funktionieren nicht mehr, weil sie außerhalb der Quest sind. So sind meine Bögen. Habe ich nur den Trainingsbogen gehabt? Ich muss unbedingt mich mal aufstocken. Und
Pfeile haben wir im Inventar, die bleiben, glaube ich, nicht so wie bei Diablo 3. Okay, dann haben wir das. Mit Nest interagieren. Sind das diese Neste? Ja. Okay, dann machen wir diese Quest noch kurz. Nur 3, okay. Sonst waren es manchmal 4. Okay. Die wiederholen sich auch immer wieder. Gibt's die in Alesius? Ich weiß nicht. Kann jetzt nicht ausfindig machen, ohne nachzuschauen. Und in Ignis, da habe ich schon längere Zeit nicht mehr gespielt, dann weiß ich es dort auch nicht, aber bei Sirten, bei den Sirten nerven diese Quests. Okay, aha, da vorne. Ach, die Minimap ist so extrem, was von unten, genau. Der Waffenschmied. Oh, ein Level up. Okay, dann haben wir ein Level geschafft für heute. Leider nicht beim Barbaren. So, verbundener Jagdbogen, Kurzbogen, nehmen wir einen Langbogen. Okay, gut, Kampfpfeile und ausrüsten. Hier muss ich schauen, ja, ist besser, natürlich ist es besser. So, dann noch verkaufen. Dann schaue ich mal wegen San Andreas. Möchte ein paar Videos hochladen. Auch wenn es dann niemand interessiert. Das ist für mich. So, ich möchte einfach ein paar Easter Eggs und Black Holes zeigen. Und sonst irgendwie ein paar Sachen Spaß haben. Wir könnten diese Quest annehmen. So. Was wollte ich noch zum Jäger, also zum Bogenschützentrainer? Der ist wo? Da ist ein Schneider, da könnten wir auch mal kurz vorbeischauen. Wir haben genug Geld, ja. Okay, Kleider, Brustpanzer, Kleiderhelm. Nicht weggehen. So. Ausrüsten. Powerklamotten an. Saiyajin-Anzug. So. Jetzt sehen wir schnuckelig aus. Noch kurz verkaufen. Verkaufen ist so elendig blöde gemacht. Keine Kurztaste. So. Irgendwo muss hier der Jäger, Bogenschützentrainer sein. Da haben wir ihn schon gefunden. So. Zurücksetzen. Gut trainieren. Langbogen. Parabelschuss. Schuss. Nehmen wir. Nehmen wir. Und hier. Beweglichkeit. Ausweichen. Taktik brauchen wir nicht. So. Schilddurchbohrung. Parabelschuss. Ausweichen. Beweglichkeit. Gut. So. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht dann mit mehr Bock und Zeit. Und jo. Viel Spaß mit den anderen Videos noch, wenn ihr andere Videos schaut von mir. Und sonst nächste Folge oder auf den wir wiedersehen.
Nein, Scherz. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal natürlich auch zuschaut wieder. Und ja, wenn es euch gefällt, bitte ich um einen kleinen Daumen nach oben. Müsst ihr es aber nicht. Also, ja, mich würde es unterstützen und freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.